ja, hi, Lisa Lettrotage von der Frankfurter Buchmesse mit Jörg Sondermeier vom Verbrecher Verlag aus Berlin-Kreuzberg. Ja, vielen Dank, dass du uns ein, zwei Fragen beantwortest. Eine Frage wäre, Roland Barthes, Philosoph aus den 60er Jahren, hat die schöne These aufgestellt, die Geburt des Lesers ist zu bezahlen mit dem Tod des Autors. Kannst du damit irgendwas anfangen? Müssen wir uns Sorgen machen? Sind Autoren eine aussterbende Spezies? Weichen wir jetzt mal ein bisschen ab von dieser doch sehr revolutionären Formel, die sicherlich auch so gedacht war. Es geht aber tatsächlich darum festzustellen, dass der Leser die Geschichte überhaupt erst ermöglicht. Und zwar mehr als der Autor. Und es gibt einen sehr schönen Spruch von Gevi Markwelaschwili, der lautet, ohne den Leser findet die Geschichte gar nicht statt. Sehr interessant. Das ist für uns natürlich genau der Ansatzpunkt des Projekts auch. Insofern wäre genau auch die Frage, wie siehst du eigentlich das Verhältnis von Autor und Leser oder genauer gefragt, wenn das Werk des Autors der Text ist, was ist eigentlich das Werk des Lesers? Ich antworte nochmal mit Gevi Markwelaschwili, der sich sehr lange damit beschäftigt hat und ein Projekt gemacht hat, das nennt er Ontotextologie, das kann man auch im Internet finden. Und ich mache es jetzt sehr einfach, es ist so, dass der Leser den Stoff und die Buchfiguren überhaupt belebt und das mit seiner Fantasie. Gevi sagt sogar, es gibt dann vielleicht ein ontisches Sein sozusagen, also im Sinne, nein, nicht ein ontisches Sein, das ist Quatsch, ein Sein im Sinne der Ontologie dieser Figuren. Und vielleicht ermöglicht der Leser, der sozusagen bei Gevi Markwelaschwili heißt es, der das Leseleben spendet. Vielleicht ermöglicht damit sogar der Leser, dass die Figuren gegen die Geschichte aufstehen können, die der Autor ihnen aufgezwungen hat. Zum Beispiel also muss Odysseus sich gar nicht mehr verirren, sondern kann auch gleich nach Hause zu Penelope. Vielleicht ein bisschen langweiliger, aber sicherlich auch mal schöner für Odysseus als immer wieder und bei jedem neuen Leser alle Irrfahrten, halbe Mannschaft tot, die Sirenen brüllen. Ruhig mal die 2000 Seiten in der Mitte einfach wegblättern. Und das ist eben das ist eben die Spielerei und das ist nur das, was der Leser kann. Der Leser kann tatsächlich auch Figuren retten vor dem Schicksal, das der Autor diesen Figuren aufoktroyiert hat. Okay, vielen Dank, Jörg. Das hoffen wir sozusagen auf die tätige Mitarbeit des Lesers, um die Figuren vor der Willkür des Autors zu retten. Gevi Markwelaschwili, so viel Zeit muss sein, wird ja auch von dir verlegt. Und da haben wir einen aktuellen Titel. Könnt ihr kaufen, Kinder.